Herzlich willkommen zurück bei der Entenjagd. Schön leise sein mit dem Randy im der Hunter. Hallo und ein Fliggi. Ja, 62 Meter ist natürlich das Problem, wenn die geradeaus zu abheben. Haben wir ein Problem. Dann werden wir die nicht Hast du kriegen. irgendwas für die Nähe, also abgesehen von der Schnatterente? Also kannst du die Stockenten auch Stimmt. noch an, ne? Stockenten müsste ich da mit ran kriegen. Eigentlich halt, das ist auch wieder so verkehrt, das hier. Natürlich, wenn sie einen Körper unter Wasser haben, hören sie nicht. Ah, doch, jetzt kommen sie. 3 vorne ziehen schon mal her. Ich weiß nicht, wie es hier links neben uns aussieht. Es ist die Palme. Ah, doch, hier hinten ist noch eine Stockende. Die ist bei 60 Meter. Wenn wir sie auf 40 oder 30 rankriegen, dann passt das. Können wir es Die Kleine versuchen. schwimmt schon wieder nach hinten weg hier. Die haben wir mal damit wieder. Tja, die drin ist sofort um. Hinner, der ist noch eine, das kann ich aber gerade nicht analysieren, was das ist. Der Rest müssten eigentlich Stockenden sein. Also. Da kommen die jetzt. Da kommt gleich wieder welche über uns drüber geflogen, so wie es sieht. Ja, diese Buh, die diesen ein da hier. Ja, genau, den laut machen die. Ist aber eigentlich nicht die letzte beste Lockstelle. Das, wie gesagt, da habe ich hinten noch was für die eigentlich. Also. Oh, da hebt schon den ab, siehst du? Hat keine Lust mehr gehabt. Die können hier auf dem engen Stück, können die glaube ich nicht landen. Wenn wir geschossen haben, müssen wir definitiv was umstellen. Wir verlagern nämlich die ganze Sache ein bisschen nach links. Dass wir hier mehr auf die freie Fläche gucken können, quasi hinter die Palme nach links. Ich habe jetzt gerade geguckt, wo sind jetzt die anderen, wo sind jetzt die ganzen Enten hier hin? Sehe ich nämlich keine Stockenten mehr, sind die jetzt alle fort? Ich sehe auch nicht mehr. Hä? Also die eine habe ich abheben sehen. Ja. Wo ist die kleine hier, die vor uns war? Sehe ich nicht mehr. Wie sollen sie sagen, die sind jetzt abgehauen? Doch, die sind abgehauen. Hier ist kein Ende mehr auf dem Wasser. Verstehe ich nicht, warum. Haben wir zu lange gebraucht. Das hätte man doch gehört, wenn die losstarten. Ja, zumindest die vor uns war. Und der Hirsch? Der Hirsch ist auch weg. Hat der Hirsch die aufgescheucht? Das wär's jetzt wieder. Das ist ja gut, da habe ich nicht drauf geachtet jetzt so. Oh, Was denn Mann. los? Bald ist mal ready. Halt mich mal ready. Machst du jetzt? Ja, einfach mal Hülü und gucken, was passiert. Moment, kommt gerade Notarzt. Danke. So. Ach, da! Arsch, Junge! Ach du Oh, Hund! hinter uns, hinter uns! Psst! Die Sau! Peace! Schön, dass du mit 20 GA drauf schießt! Jetzt, ja, also. Halt die Fresse, bau das Zelt ab und aus drüben! Komm, Inge. So richtig schön schießt und er zack die Wumme in den Anschlag. Bam, bam, ich dachte ja, dass du hast du überhaupt was anderes dabei, andere Muni oder was? Nein. Ja gut, das könnte natürlich dann nichts werden. Aber zum Glück, ich kann das Zelt auch tragen. Ganz schön schwer. Hey, die Sau war total nah dran, ne? Ja. Ohne dass wir sie gelockt haben. Richtig. So, hier vorne ist schon überall Wasser. Das wird schon mal nichts. Enden Ah, jetzt können. kommen sie genau wieder. Warte, ich stelle schnell auf und dann so, dass wir schnell reinkommen. So, steht. Und hier. Das Problem mit der Atmung, wa?
Ich habe sie das noch nicht gesehen. Gut, das war dann wahrscheinlich nichts. Oh, direkt über uns sind sie. Bringen wir noch einen Schwarm sein? Ich will noch diese. Ja, genau parallel von uns. Ja. Haben sie bestimmt gesehen, die Wohnschütze, ne? Aus der Luft kannst du ja dann schließlich weiterklatschen, ne? In der Tat. Außerdem hast du ja hier auch nicht das Unlock-Zeug, was eigentlich für die gedacht ist. Wir können eh ne wenigstens welche wegrotzen. Aber es kommen auf jeden Fall welche drüber geflogen, das ist schon mal mehr wie das letzte Mal. Ja, jetzt kommt das andere wieder. Oh. Und aus Ruhe. Alter, kommt die Sau hier an und überall hier draußen die Blutflecken. Ja. Vor allem, ich wollte ja noch das Gewehr nehmen, ne? Da schießt du schon ab. Ich hätte ja nur was dabei gehabt. Ich höre gerade eh nicht. Ja, schon nicht. Ja, mit dem Zeug triffst du eh nur Körper. War hier nicht eine Blutspur? Ja. Hier. Flüchtend. Hm. Gar keine Anzeichen. Okay. Ja. Nein. Nein. Schön, dass du auch die verkehrten Hosen trägst. Wie? Du hast verkehrten Hosen an, Junge. Wie, ich hab guck mal meine Hosen an, guck mal deine Hosen an. Ja, ich kann meine Hosen nicht angucken. Doch, du kannst dich hinhocken und ja, kannst auf X nach unten schauen, dann siehst du dein Knie. So, was fällt dir auf? Meine Knie sind komplett schwarz vorne. Ja, ich hab hier, ich hab das Feldgerotz an. Ja. Also ebenfalls sind die. Kaum. Steh schon, die andere ist in der Wäsche. Ja, genau. Ja, haben wir versaut. Ja, in der Tat. Gucken, was die Leute am Ende der ersten Folge so gewettet haben für die nächste. Nichts? Ich wette mit euch 10 Euro nichts gewonnen. Na, bist müde, Kleine, ne? Kann ich verstehen. Das sieht cool aus, du liegst jetzt voll schräg da. Als würdest du auf der Seite liegen. Mhm. Warte mal, kann ich das denn fotografieren? Ich mach einfach mal Druck. Okay, jetzt macht der Easy Capture Manager. Ich hoffe einfach mal, dass er es trotzdem gefressen hat. Dass ich das dann auf Paint rausziehen kann. Mhm. Du liegst voll seitlich da. Warte mal, guck mal, ob das bei mir genauso ist. Geh mal hier rüber. Ja, in der Tat. Lieg ich schon auf der Seite, ja, ne? Ja. Cool. So. Oh. Bleiben wir hier oder geht's immer weiter? Warte mal, behaupten, es hat sich hier erledigt, oder? Könnte sein. Hör nichts mehr? Ne, gar nicht mehr. Na gut, das ist Pech. Wir könnten jetzt drüber laufen zum dem anderen Ding. Mit den Stockenden oder dann nochmal bei den. Jetzt kommt was, oder? Ne, da hab ich nicht verhört. Ne, gut. Das war vielleicht stehen für Wind, oder? Gehen wir zu dem anderen Zelt, oder wie? Zum Teleportieren, was denn da? Ja, zu dem Zelt, zu dem anderen Zelt da. Ja, was denn, was für ein anderes Zelt? Das ganz da unten? Das links. Ja, es gibt zwei links, das ganz unten und das etwas höhere.
Am besten nicht. Ah, das kostet aber 3. Jetzt, weil wir zu weit weg sind schon wieder. Dann müssen wir halt. Du musst quasi ein Stück ranlaufen und dann ab dem anderen Zelt quasi kannst du dann rüber beamen. Naja. Oder wir haben halt noch, wie gesagt, die Stockenden mit voller Lockwirkung in der Nähe. Ja, dann geh mal dahin. Wo dann gehen wir da hin. Wir beeilen uns. Setzen ein Ziel. Ist dort, alles klar. Und. Nicht rennen. Hier ist nichts. Wollten wir nicht rennen? Ja, wir wollen ja auch irgendwann ankommen. Das ist ein Stück entfernt, ne? Also, ja, hinbeamen. Da wo das Zelt ist. Und da noch ein kleines, also denselben Abstand nochmal oben drüber. Also wir dann können uns dann ab den Zelt dahin beamen oder was? Dann kommst du ja nur zum nächsten Zelt. Du sagst ja jetzt, du möchtest zu den Stockenden. Ach so, ich dachte, das Zelt wäre in der Nähe da irgendwo, whatever. Also klein neben dran, so auf der Nee, das zweite Zelt ist dann für die Schnatter und für die Spießenten. Und das Zelt, wo wir jetzt gespawnt sind, ist für die Dunkelenten und für die Stockenten. Mhm. Also die Stockenten sind hier noch in der Nähe. Ja, rushen mal schnell durch den Wald. Mhm. Dafür ist dieser Jagdsender da, Russia Today. Aha. Hm? Verstehen jetzt nicht viele, aber. Ja, mal googeln. Jetzt höre ich Enten. Sehr schön. Die scheinen aber unten zu sein. Also im Himmel ist nichts. Ja, die kommen erst noch, die haben uns eh schon gesehen, ja, wenn wir ran. Wir versuchen schnell das Ding zu kommen. Da drüben ist das Zelt. Haben wir schon mal. Hälfte vom Weg ist geschafft. Bin ich auf dem ruhigen Pfad, ja. Ja. Joa. Weiß ich ja nicht. Warum? Weil ich im Himmel beobachte und da laufe ich gerade rückwärts. Oder vielleicht auch für deine Belustigung, ich weiß es nicht. Du bist schon viel zu weit weg von mir. Alles klar. Lauf ich rückwärts langsamer? Scheinbar. Glaube ich schon. Bei den Stockenden würde ich so machen, einer auf die linke, einer auf die rechte Seite. Weil da habe ich, glaube ich, keine Zelte unten stehen. Ne, da sind nur diesen Hochsitz. Ja, ja, ne, mehr steht. Also du, den Baumsitz habe ich noch. Ja, ja, meine ich doch. Ja. Da würde ich mich drauf pflanzen. So. Dann auf die andere Seite wieder und dann. Da lief es ja das letzte Mal recht gut. Das stimmt, ja. Eine Sau, ich renn direkt drauf zu. Da scheint viel Bewegung zu sein. Bewegung? Naja, also vom Schnattern her. Ja, über uns. Ganz schön was los. Mhm. Ist immer da, wenn du nicht in so einer Lockstelle drin hockst. So, langsamer machen. Muss die Sau sein. Vielleicht krieg ich die Sau noch. Da ein Ding habe ich jetzt sogar nicht einstecken. Also doch, habe ich schon einstecken, aber müsste ich das wieder wechseln. Ja. Na, die ganzen Mücken mal hier weg. Ja, jetzt können wir da durch angeschissen. Naja, die sind drüben wegen der Lockstelle. Wenn ich mal da gehen, die hinüber, aber da waren schon welche sitzen. Ich fest davon aus, wir haben uns noch nicht verscheucht haben.
Stockente ziehen. Ja, das ist jetzt ein bisschen. Der hat wirklich eine richtig gute da drüben. Erst die Sau ziehend, angeblich voll in der Nähe. Und flüchtend. Hm. Ja gut, war abzusehen, wie mir da angetrabt kam. Meine Freunde, wie es jetzt weitergeht, das erfahrt ihr, das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Ihr könnt schon mal platzieren, wir versauen es nicht. Oder halt gar nichts, ne, das ist dann so, aber da müssen mindestens $100 eingesetzt werden. In dem Sinne, tschüss, bis übermorgen. Ja, tschüss.